Am Anfang habe ich immer gedacht, ich bin exotisch, weil ich in Mecklenburg bin, weil ich 80 bin. Aber inzwischen zunehmend merke ich mit der größten Überraschung, dass die Leute sich für meine Literatur interessieren. Ich liebe seit heute Helga Schubert. Helga Schubert. Helga Schubert. Helga Schubert. Weil sie zeigt, wie man Lebensgeschichte in Literatur verwandeln kann. Helga Schubert schickte mir damals diesen Text vom Aufstehen und der hielt stand. Ich habe 3 Heldentaten vollbracht, die dich betrafen. Erstens, ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. Zweitens, ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem 3-rädrigen Kinderwagen im Treck bis Greifswald geschoben. Und drittens, ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Du warst eben dein ganzes Leben ein Sonntagskind, sagte meine Mutter zu mir. Ich, Helga, ein eingemauertes Leben? Ich hatte mich darin eingerichtet, mit Hohn und Spott im privaten Kreis. Und auf die Straße bin ich erst im November gegangen. Den Demonstranten des 7. Oktober sah ich noch aus diesem Fenster zu und fürchtete für sie. Ich persönlich habe Helga Schubert wirklich auch erst am runden Tisch kennengelernt. Sie hatte einfach einen Blick gewissermaßen von außen. Und man merkte, sie war mit dem Herzen mit drin und konnte das auch rüberbringen. Ich habe diese Situation, in der ich bin, angenommen. Ich war eine Weile ganz furchtbar traurig und dachte, jetzt bist du hier auf diesem Dorf und dein Mann ist pflegebedürftig und du kommst hier nicht mehr raus. Am Gartentor ist jetzt Ende, aber merkwürdigerweise bin ich innerlich ganz weit.